Ja, herzlich willkommen. Heute zeige ich euch mal wieder ein Spiel. Ja, ich bin zurzeit in meiner Gaming-Phase drin. Besonders angetan haben es mir aber in letzter Zeit PSX-Games. Hier sieht man auch schon das Intro, um was es grob geht. Das Spiel nennt sich Cyber Sled. Ja, Cyber Sled, typischer Arena-Fighter, gab es früher für Arcade-Automaten. Die Version wurde jetzt grafisch etwas aufgebügelt und für die PSX rausgebracht. Das heißt, wurde rausgebracht. Das Spiel war eines der Release-Titel für die PlayStation 1. Ja, wir legen gleich los. Vorab kann man hier im Option-Screen ein paar Optionen festlegen. Expert oder Normal. Expert ist ziemlich hart, habe ich aber schon geschafft. Man kriegt nichts wirklich Besseres, als wenn man es auf Normal spielt. So, eine weitere Besonderheit, die Game-Grafik. Real bedeutet, dass man die neuen PSX-Texturen drüber gezogen kriegt, und Original ist halt eben die Arcade-Version, wo es quasi keine Texturen gibt. Time Limit ist eine feine Sache, gerade beim letzten Gegner, das lassen wir mal an. Sound Output, ja, sollte sich ja übrig haben. Hier unten kann man noch die Konfiguration fürs Joypad festlegen. Und mit Start kommt man quasi wieder ins Hauptmenü. So, das Spiel bietet zwei Play-Action, funktioniert auch über Netplay und dem PSX-Emulator. Wir machen jetzt einfach mal hier so eine Kampagne quasi mal schnell durch. So, normalerweise ist der Bildschirm hier nicht schwarz, beziehungsweise schwarz, er hat nicht die Farben. Man muss die Kampagne einmal durchspielen, um Zusatzfahrzeuge zu kriegen. Wenn man aus dem Menü hier quasi mit der Linkstaste rausgeht, dann kriegt man noch ein paar weitere. Ich muss aber sagen, dass mein Liebling immer noch der Herr Madison Hawk ist, weil er hier einfach ausgewogen ist. Er sagt doch schon, dass er quasi der Beste ist, und ja, er wird nicht verlieren, und leg los. Kein Problem, machen wir jetzt. Unsere Gegner werden immer vorgestellt am Anfang mit ihren Fähigkeiten. Amanda Bates zu Anfang, relativ schwache Kanone und Laserbewaffnung. Genauso wie die Arena immer vorgestellt wird und mit irgendwelchen sinnlosen Tipps. So, dann geht's schon los. Hier kann man übrigens die Ansicht wechseln mit Select. So, wir wollen jetzt erstmal Amanda Bates verkloppen. Je wenig Schüsse man nutzt, um den Gegner fertig zu machen, umso besser ist hinterher die Statistik. Hier oben haben wir unser Schild, hier unten das Gegnerschild. Und nach jedem Sieg wird der Gegner auch noch verspottet. Der kommt mit einer ganz großen Wumme, aber die wird ihm auch nichts nützen. Bisschen wackelig ist die Angelegenheit hier schon. Ah, ganz wichtig, hier auf der Strecke quasi liegen Power-Ups rum. Die orangenen sind Missiles und die grünen sind Schild. Die kommen aber nur, wenn man angeschlagen ist. Jetzt war ich aber ehrlich gesagt nicht sehr schnell. So stelle ich mir den typischen Ami vor. Fetter Panzer und Gatling Guns. Und Rexer als Vornamen. Oh Gott, der macht mich hier noch kalt. Knapp war's. Your opponent is Victor Rodriguez!
verankern der wohl auch nicht. Hier liegt schon Schild für uns bereit. Oh, Alan Striker, ja, das ist auch so eine Luftnummer. Schwacher Schuss, schwaches Schild, aber sauschnell. Kann zwar gefährlich sein, aber in der Regel ist er leicht zu besiegen. Das sag ich jetzt einfach mal so, obwohl es mich auch echt jetzt treffen kann. Gut, dass meine Schüsse so einen Kurvendrall haben. So, anscheinend haben wir jetzt einen großen Block gemacht, weil wir haben jetzt so eine grüne Maske gekriegt. Jetzt kommt die andere Hälfte. Ja, das war ein souveräner Kampf. Hans Bert, das ist ja echt ein Name hier. Mal schauen, ob wir Hans-Bert knacken. Unseren fahrenden Staubsauger. Ah, ich sehe was. Und da haben wir ihn auch schon. Das ist quasi Alan Strikers Opa, weil die Specs sind ungefähr gleich, der hat nur ein bisschen bessere Waffen. Also es ist nicht wirklich Alan Strikers Opa, aber ich sag jetzt einfach mal so, weil die ziemlich identisch sind von den Specs her. Oh, der macht mich jetzt platt. Der macht mich jetzt platt hier. Oh. Keine Missiles. Ah, es könnte jetzt klappen. Das darf doch nicht wahr sein. Hat halt doch noch geklappt. Thank you.
die kämpft aber halt hartnäckig. Gestern war sie definitiv nicht so drauf. Erste Überraschung, so, es war nichts. Wir brauchen mal wieder Raketen, sehe ich gerade. Steht da so in der Ecke und lässt sich fertig machen. So, jetzt kommt der quasi letzte Gegner und da kann man es echt wirklich übertreiben, finde ich. Interessanterweise kann man tun, was man will, den kann man nicht gewinnen. Ich werde jetzt hier auch mal kurz einen Quick Save machen, weil der hat es echt in sich. Vor dem kann man eigentlich nur weglaufen. Und da ist... Also die mächtigste Hilfe, die ich habe, ist die Zeit. Aber das hilft mir auch nichts, weil ich glaube, jetzt hat er mich. Macht er mich sowas von platt. Gut, deswegen haben wir unseren Safe State gemacht. Weil der Kollege hat es echt in sich. Also wirklich beim besten Willen kann man den nicht so einfach platt machen. Also meine Erfahrung. Vor allem, weil man hier nur am Kanten und Hängen ist. Aber wenn er mal einen guten Tag hat, so wie jetzt, dann bleibt er halt mal hängen. Geht doch kaputt. Huch, da ist er ja schon kaputt. Ja, und wie es jedem Verlierer zusteht, ja, so sieht's aus. So, am Schluss des Ganzen, ja, ich bin der Champion und super gut und so. Am Schluss des Ganzen gibt's auch eine Bewertung. Mal gucken, wie ich mich geschlagen habe. Wer hätte das gedacht? Ja, da war ich ziemlich gut. Und da fahren wir auch schon siegreich ein. So, jetzt dürft ihr noch schnell sehen, wer das Ganze programmiert hat, entwickelt. Namco hat das Spiel rausgebracht. Wie gesagt, es war damals eine Arcade-Version und ja, wurde halt für die PSX damals umgesetzt. So, nichts Spektakuläres. Man kann jetzt mit allen spielen.
ab und zu, wenn man mal Lust hat, ist es ziemlich interessant. Ansonsten, ja, ist es halt relativ schnell langweilig, weil man gewinnt im Prinzip beim ersten Mal durchspielen was und danach ist einfach kein Ansporn mehr vorhanden. Der Zwei-Spieler-Modus ist auch nicht so das Dolle. Also der ist ehrlich gesagt sogar ziemlich mickrig umgesetzt. Ich nehme es dem Spiel aber nicht übel, weil es eigentlich nur eine Arcade-Portierung ist. Und ja, es ist nicht das beste, aber auch nicht das schlechteste Spiel, das ich gespielt habe. Gutes Mittelding, es ist einfach, ja, Cyber Sled.